sehr probates Mittel gegen den Toss. Und ja, jetzt kommt er zum Go, weil wenn man eine Push-Jump gewährt hat, dann das, was man macht, gegen Push. Gut, gestimmt sind sie jetzt natürlich, doch gegen die Bären haben sie nicht so eine gute Chance. Ja, da sind sie eher gut gegen die Stalker, aber hier schönes Micro, immer schön nacheinander. Und jetzt geht auch auf die Medivex. Die schafft er aber nicht mehr zu kicken, geht natürlich jetzt hinterher, weil er hat ja jetzt auch den Push-Up gewährt und pusht jetzt einfach dagegen. Er geht noch ein Marine down und ja, da wird sich gleich der Bioball sammeln. Und da wird aber auch gerade die Ex aufgesetzt, was ich DFM in dem Fall auch anrate, beziehungsweise auch mal die Zeitschleife zu verwenden, vielleicht noch irgendwas nachzubauen, vielleicht auch einfach nur eine Schmiede, um zumindest das Waffen-Update oder auch die Plasma-Schilde zu erforschen. Immer ein sehr schönes Mittel. Ah, hier, dafür stand diese Probe die ganze Zeit hier sinnlos rum, um sich direkt die Gold-Expo zu holen, weil, wie wir sehen, der Ike gar nicht so am Scouten, wie es eigentlich, ich sag mal, Pflicht ist. Gut, ja, der Möbius-Reaktor kommt jetzt, bringt natürlich den Ghost genügend Anfangsenergie, deswegen wird er wahrscheinlich auch gerade noch keinen Ghost bauen, will damit wahrscheinlich warten, bis der Möbius da ist. Wenn er damit aber jetzt zu lange wartet, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, den zu bauen. Der Bioball ist jetzt recht groß, aber auch die Immortals sind ziemlich weit vorne. Aber durch, gegen Bios sind die Immortals nicht so effektiv, da hat er so zu weit vorne stehen gehabt. Und diese Hetzer, die überleben das natürlich nicht gegen so viele Marodeure und werden natürlich immer noch verlangsamt. Vielleicht geht er noch hinterher. Nein, er macht jetzt nicht. Der Beobachter schaut sich natürlich die gesamte Sache an und die Kommandozentrale zum Exen ist jetzt auch schon fertig. Man müsste ja natürlich jetzt ein bisschen dagegen drücken, sonst hat DFM natürlich viel zu viel Zeit, sich wieder aufzubauen. Bleibt aber auf Immortals, obwohl ich ihm vielleicht eher die Colossus empfehlen würde, weil es ist einfach gegen Bio so viel Mass-Units, die wird er einfach umlasern. Jetzt kommt auch der erste Ghost, vielleicht noch gleich ein zweiter und vielleicht auch ja, das Tarnfeld muss nicht unbedingt sein oder vielleicht auch eine schöne Nuke, wäre immer mal was Schönes. Hat das Flimmern gesehen und hat auch noch den Beobachter zerstört. Das ist natürlich immer ärgerlich, aber ja. So, Gold Expo läuft jetzt auch. Könnte er natürlich den Chrono Boost von seiner vom Main Nexus nehmen, um hier die Drohnenproduktion ein bisschen zu pushen und setzt hier jetzt noch einen weiteren Pylon. Natürlich, Warp Gate. Was hier natürlich genauso, wie ich sage, schlecht ist. Hier hat er auch noch ein Warpgate gesetzt, was ich nicht gemacht hätte. Einfacher Grund, weil es ist einfach Tatsache, dass effektiv nur aus einem Nexus nur aus effektiv 4 Produktionsgebäuden gut gepusht werden kann. Also entweder Threegate mit Robot Facility oder auch den Raumdock, was es noch alles gibt. Das ist effektiv nur immer aus einer Base möglich. Dadurch, dass er das setzt, man weiß ja natürlich nicht, wie hoch, also wie pro oder wie noobig Ajax ist. Ich weiß nämlich nicht, in welche Ligen die beiden spielen. Also ich würde nämlich, da ich sehr viel Toss spiele, weiß ich, würde ich es wissen, wenn ich hier Forgate und Robot sehen würde, wenn er die ganze Zeit natürlich aus der Robot Facility die Models auspusht. Ja, da stehen jetzt die Armeen so schön voreinander. Sogar nur ein. Nochmal auf die Unit. Ja, nur ein Ghost dabei. Wenn der natürlich ordentlich sitzt, dann kann er die Protektoren wegwerfen und auch die Immortals. Und insgesamt so gut wie alles hat er dann erstmal auf die Hälfte halbiert. Und gerade bei Immortals, wegen den verstärkten Schilden, ist das natürlich noch eine sehr arge Sache. Das Problem ist, DFM zieht jetzt natürlich mit der Gold Expo und auch im Worker Count sehr viel weit vorne. Dagegen ist bei Ajax nicht so viel los und außerdem hier wahrscheinlich langsam zu viele BDBFs. Müsste er schauen, wie er das macht. Vor allen Dingen, hier kommt jetzt der Go, schöne Force-Hits reingesetzt, um ein bisschen die Armee zu splitten. Da kommt natürlich auch der Boost, würde ich mich ein Stückchen zurückziehen, aber er snipt jetzt schön die Immortals nacheinander weg. Und der Bersi kommt, der hat noch ein Leben, kommt, schießt ihn nochmal hinterher, geht aber schön hinterher, kommt, da muss er jetzt einfach nur noch dagegen pushen. Da hat er natürlich ein schönes Force-Feed gesetzt. Ah, da ist natürlich der eine Marine jetzt einfach nur noch Frischfleisch gewesen. Aber hier einen schönen Raketenturm hingestellt, wofür einfach gegengetarnte Einheiten und auch alles, was fliegt, wird hier abgeräumt. Unter anderem halt auch die Beobachter.
Und das ist halt schlecht, wenn der andere das nicht sieht. Aber er denkt sich, irgendwie sehe ich hier keine Echse und er müsste eine haben, so viel wie er pusht. Und er hat er dem Goldechse jetzt gesichtet und geht gegen die vor. Ja, die ist jetzt, die kann er wahrscheinlich nicht mehr halten, auch wenn er jetzt dagegen geht. Aber er könnte natürlich jetzt gegen seine Hauptbase drücken. Dagegen neue Kommandozentrale hier schön gesetzt vom Ajax. Sieht zurzeit schlecht aus für DFM, obwohl ich mich frage, warum Ajax hier nicht gegen dieses Wurfgate vorgeht, beziehungsweise gegen die Pylonen. Das ist alles, was womit der DFM natürlich schön zurückhalten kann. Aber wunderschön hat er jetzt die Armee gescoutet und ja, jetzt wird es gleich zum Showdown kommen und der saß gut, das EMP. Da muss er jetzt aber auch dagegen drücken, da sind sie gut angestimmt und rennen jetzt da rein. Und natürlich jetzt hier, kommt auch von zwei Seiten, hat er jetzt hier nicht aufgepasst, ist einfach nur vorbeigelaufen und wurden jetzt auch vorn genommen, aber ich glaube, das kann DFM nicht mehr halten. Er wird jetzt diese Armee verlieren und so viel hat er im Hinterrücken mehr nicht. Er hat auch hier gar nichts mehr, kein GG, schade, aber faszinierend. Ja, sonst hatte ich immer Replays von DFM, die er hochgeladen hat. Hatte jetzt hier auch mal eins hochgeladen, wo er verloren hat. Und das finde ich persönlich immer eine große Leistung. Also das zeugt echt von, wie ich sage, Charakterstärke immer. Auch zu sagen, ja, ich hab's wahrscheinlich verloren. Ich hab's, na, nicht nur wahrscheinlich, er hat's ja verloren. Also er hat's verloren, aber er zeigt's trotzdem, weil es war doch ein recht schönes Spiel. Ja, kommen wir zur kleinen Auswertung. Ajax hat sich dann am Anfang ein bisschen schüchtern getan. Wenn man schon die Ghost Akademie erschließt, würde ich ihm auch empfehlen, mehr als einen Ghost immer dabei zu haben, weil ein Ghost alleine kann man schnell mal snipen, beziehungsweise nicht nur der EMP vom Ghost ist ja effektiv, ja, sondern er hat ja auch noch seine Snipe-Fähigkeit, womit er richtig gut Schaden auch machen kann, gerade auf bestimmte Einheiten, also sich zum Beispiel die Sentries, wenn sie noch nicht ihre Force Fields haben, kann er damit richtig gut Schaden anrichten. Ja, das Problem war, DFM hat hier die Gold-Expo verloren, hat dann vergessen, also ist nicht hinterhergekommen, gut Druck zu machen, ist auf den Immortals geblieben, die so gut nicht den Schaden gemacht haben, weil die Marodeure sind zwar gepanzert, ja, das sind auch die einzigen, die davon, also von den Doppelschaden, gut was abbekommen. Okay, er hat natürlich Mass Marauders gespielt, aber desgleichen machen die ja dasselbe, genauso wie mit den Space Marines. Maximal 10 Schaden kriegt er auf sein Schild, der Immortal, und die Space Marines machen natürlich nicht so viel Schaden, aber eine rasche Feuergeschwindigkeit, und da kann man einfach nur gut dagegen drücken. Naja, ich fand trotzdem ein schönes Spiel und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn das so sein sollte, ja, dann guckt euch weiter meine Replays an. Ihr könnt mich abonnieren oder auch nicht. Ach, macht was ihr wollt. Hauptsache, es hat euch gefallen und wir hören uns dann später. Euer Waverhood und ich bin draußen.